Ursula von der Leyen tritt im November ihr neues Amt als EU-Kommissionspräsidentin an. Der Job hat allerdings nicht nur Vorteile. Im Interview merkte man, dass bei einer bestimmten Frage Ursula von der Leyen ist mit einem knappen Ergebnis zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. In ihrem neuen Amt wird sie auf einige Annehmlichkeiten verzichten müssen. Bis sie im November ihren Posten antritt, gibt es für sie noch viel zu tun. Uhr. Die Wirtschaft reagiert irritiert auf die Wahlrede Ursula von der Leyen. Die neue Chefin des Wirtschaftsbeirats der Union, Angelika Niebler, kündigt Widerstand aus den eigenen Reihen an. Die 56-Jährige ist Europaabgeordnete und CSU-Vize. Vor dem heutigen Bayerischen Wirtschaftstag in Bamberg hat sie mit dem Münchner Merkur gesprochen. Sie sagt: Ich will keine Wirtschaftspolitik à la Élysée-Palast. 11.15 Uhr. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, begrüßt sie. Wahl Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission. Das sei eine gute Nachricht für Europa, sagte sie in der Bundespressekonferenz, die sie traditionell kurz vor ihrem Sommerurlaub zu. Themen der Innen- und Außenpolitik abhält. Sie räumte auch ein, dass sie mit den Regierungschefs über die Wahl gesprochen und versucht habe, sie zu überzeugen. Europa müsse handlungsfähig sein, sagte die Kanzlerin. Als drängende Aufgaben für die EU und für von der Leyen sieht sie Migration und Klimaschutz. Ursula von der Leyen würde gerne nochmal mit der Gorch-Fock segeln. 10.30 Uhr. Die angehende Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, CDU, würde trotz ihres neuen Postens gerne im Herbst auf der Gorch-Fock segeln. Das sagte sie im Freitagsinterview der Bild-Zeitung. In dem Gespräch bekräftigte sie auch ihre Forderung nach den Vereinigten Staaten von Europa. Der britische Premierminister Winston Churchill hat dieser Vision nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946 in einer Rede an der Universität Zürich aufgebracht. Dahinter steht der Gedanke einer noch viel weiter reichenden Zusammenarbeit der Staaten.
Von der Leyen hatte sich in der Vergangenheit schon einmal darauf bezogen. Punkt. Von der Leyen steht hinter Sanktionen gegen Russland, außerdem ist sie eine Verfechterin der Sanktionen gegenüber Russland. Sie sind unsere Antwort darauf, dass Russland gegen das Völkerrecht verstößt, sagte sie der Bild-Zeitung. Es liegt an Russland, die Situation zu verbessern. Die EU müsse aus einer Position der Stärke heraus bereit sein, den Dialog jederzeit fortzusetzen. Punkt. Trotzdem möchte von der Leyen auch im Hinblick auf den Klimawandel die Abhängigkeit von Russland bei Energielieferungen zurückfahren. Sie hält eine Entbündelung in Nord Stream für einen wichtigen ersten Schritt. Um die Energieversorgung zu diversifizieren, sind andere Energieformen entscheidend, sagte sie. Punkt. Von der Leyen weicht bei Fragen nach Erhöhung des deutschen Beitrags zum EU-Haushalt aus. Subdate 519. Juni, 7.58 Uhr. Schon bevor Ursula von der Leyen am 01. November ihr neues Amt als Präsidentin der EU-Kommission, muss die Ex-Verteidigungsministerin viele Fragen beantworten. Eine davon dreht sich auch um das deutsche Versprechen, mehr in den EU-Haushalt einzuzahlen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung wurde von der Leyen gefragt, ob sie auf dieses Versprechen pochen würde. Punkt. Die 60-Jährige wich dieser Frage aber aus. Mein Blick richtet sich auf alle Länder, so von der Leyen. Es vergiftet die Atmosphäre, mit dem Finger auf einzelne Länder zu zeigen. Die neue Starke Frauen der EU-Kommission will es sich wohl nicht vorab mit Deutschland verscherzen, wo sie kürzlich selbst noch zur Regierung zählte. Punkt. Deutlicher wurde von der Leyen bei einer anderen Frage. Angesprochen auf die Blockade im deutsch-französischen Verhältnis und, ob ihr das Leben schwer machen würde, verneinte die neue EU-Kommissionspräsidentin. Diese Diagnose teile ich nicht. Ich habe in Deutschland immer eine tiefe Zuneigung zu Frankreich gespürt, so von der Leyen. Das ändert nichts daran, dass man in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein kann. Machen Sie mit den Stimmen ab von der Leyen will als EU-Kommissionspräsidentin das Dublin-Verfahren reformieren. 22.02 Uhr. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen CDU will das Dublin-Verfahren reformieren, das vorsieht, dass Asylbewerber in dem Land zu registrieren sind, in dem sie die Europäische Union betreten. Die Bild-Zeitung, Freitag, sagte sie, wir müssen Dublin reformieren, um mehr Fairness und Lastenverteilung zu erreichen. Sie habe noch nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann. Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben, ergänzte die Politikerin. Die Migration findet auf dem See- oder Landweg statt und wir können nur dann stabile Außengrenzen
haben, wenn wir den Mitgliedstaaten hier aufgrund ihrer Position auf der Karte den größten Druck ausgesetzt. Sind genügend Hilfe leisten. Außerdem sei es wichtig, das ganze Thema Migration zu entemotionalisieren, betonte von der Leyen. Dazu hätten die neue Kommission, der neue Präsident des Europäischen Rates und das neue Europäische Parlament. Jetzt die Gelegenheit. Mit Entemotionalisierung meine ich: Schluss mit dem Fingerzeigen, sehr pragmatisch arbeiten, Lösungen finden. Die nicht allzu weit weg sind, aber leicht zu erreichen sind. Radikaler Schnitt. Von der Leyen zieht. Sich von CDU-Spitze zurück 20:18 Uhr. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zieht sich aus der Führung der CDU zurück. Ich habe die Parteivorsitzende der CDU bereits informiert, dass ich das Amt als stellvertretende Parteivorsitzende ruhen. Lasse und beim nächsten Parteitag zur Verfügung stelle, sagte von der Leyen im Redaktionsnetzwerk Deutschland, Freitag. Von der Leyen war am Dienstagabend im EU-Parlament mit einer Mehrheit von wenigen Stimmen gewählt worden und kann damit zum 1. November als erste Frau in der Geschichte der EU an die Spitze der Kommission rücken. Am Mittwoch übergab sie in Berlin ihr Amt als Verteidigungsministerin an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Süddeutschen Zeitung, Freitag, sagte: Von der Leyen, dass sie auch im neuen Amt im Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Berateraffäre zur Verfügung stehen werde. Wenn ich vom Ausschuss eingeladen werde, werde ich selbstverständlich erscheinen, sagte sie dem Blatt. Ursula von der Leyen bekräftigt harten Kurs gegen Russland. Dudette vom 18. Juli 2019, 19:42 Uhr. Nach den Glückwünschen aus Russland zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen